Rechtsanwältin Eileen Minner hat einen anstrengenden Tag bei Gericht hinter sich. Als sie auf dem Nachhauseweg noch einige Besorgungen erledigt hat, wird die engagierte Juristin im Parkhaus eines Berliner Einkaufszentrums unfreiwillig Zeugin eines Übergriffs. Ja, ich kann doch kaum 10 Tonnen schleppen, oder? Ja, wie 10 Tonnen? Das ist doch wieder ein Witz. Was soll ich denn damit anfangen? Da kriegt man dann ja nicht doch selber. Für. Wie doch selber? Wie oft habe ich euch ja gesagt, wie viel soll ich denn mitschleppen? Also ich sag dir nächstes Mal. Sag mal, was ist denn du, Zeller? Geht's noch? Gott. Hallo, warte mal. Ist alles in Ordnung? Kann ja, ich dir es ist helfen? Alles in Ordnung. Aber der Mann, der hat dich doch gerade geschlagen. Der hat mich nicht geschlagen. Ja, das ist mein Vater. Ne? Aber das habe ich doch genau gesehen. Ich weiß nicht, was Sie sich da einbilden, aber lassen Sie mich doch bitte. Wenn du Hilfe brauchst, ich kann dir helfen. Du musst nicht geschlagen werden. Mein Gott, verstehen Sie es nicht? Ich habe meine eigenen Probleme. Kümmern Sie sich um Ihren Dreck, verdammte Scheiße. Sag mal, wo kommt ihr denn her? Wie vom Arbeiten? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich habe euch gesagt, dass ihr mal in die Nähe kommen sollt, ja? Und da warte ich hier und sitze mal hinterm Blatt und nichts passiert. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das der Vater der Kinder ist. Die Kinder brauchen meine Hilfe. Ich werde jetzt ihnen hinterherfahren, um mehr Informationen herauszubekommen. Äußerst beunruhigt folgt Eileen Minner dem Van mit den Kindern mehrere Kilometer quer durch Berlin. Schließlich hält der Mann, der sich so verdächtig und brutal aufgeführt hat, vor einem städtischen Jugendheim. Der war immer, das ist ja gar nichts. Wollt ihr mich später verarschen oder was? Es war nicht mehr los gewesen, da können wir nichts für. Ist ja wohl nie wahr. Tut uns leid, aber nächstes Mal wird das bestimmt wieder mehr. Das möchte ich auch stark hoffen, sonst werdet ihr sehen, was mit euch passiert. Und jetzt macht, dass er in die Küche kommt, aber jalla ein bisschen, ja? Und was treibst du dich hier schon wieder rum? Ich hab alles gemacht, alles rausgekommen, alles. So erfolgreich warst du ja wohl heute auch nicht. Pack das Ding weg, beweg deinen Arsch in die Küche und mach dich da nützlich, ja? Entschuldigen Sie mal bitte, was geht denn hier ab? Wie gehen Sie denn mit den Kindern um? Wer bist du denn? Was willst du denn überhaupt hier? Geht denn dich nicht an? Seit wann duzen wir uns? Ich bin Rechtsanwältin, hab gesehen, wie Sie mit den Kindern umgehen. Bisschen rabiat und insofern geht mich das sehr wohl was an. Jetzt pass mal gut auf. Ja, um auf das Gelände hier zu kommen, braucht man eine Genehmigung, eine Erlaubnis. Und wenn du die nicht hast und hier mal hier nicht rum und sieh zu, dass du jetzt Land gewinnst, aber ganz schnell. Wissen Sie was? Heute werde ich bestimmt noch mal gehen. Aber ich verspreche Ihnen eins, Sie werden mich wiedersehen. Und dann haben Sie ganz viel Zeit, darüber nachzudenken, wie Sie mit den Kindern hier umgehen. Blub. Und tschüss, Madame. Also mit diesem aufbrausenden und aggressiven Charakter dürfte dieser Mensch nicht in die Nähe von Kindern gelassen werden. Zum Wohle der Kinder werde ich jetzt schnellstmöglich herausfinden, was dieser Mensch mit dem Heim zu tun hat. Rechtsanwältin Eileen Minner lässt der brutale Umgang mit den Kindern keine Ruhe. Am nächsten Tag geht die Anwältin deshalb noch einmal zu dem Jugendheim und wird erneut Zeugin einer heftigen Auseinandersetzung. Auch das Mädchen aus dem Parkhaus ist wieder mit von der Partie. Seid so mies, lasst mal Simon in Ruhe. Hallo Jungs, Moment mal, ich glaube, ihr habt genug Ärger gemacht. Hast du jetzt deinen Wachhund mitgebracht, ja? Geht am besten rein. Komm mal rein. Wisst ihr? Danke, aber das hätte ich auch alleine geschafft. Simon, gehst du schon mal rein, deine Hausaufgaben machen, ja? Okay. Ich komm gleich nach. Ja. Okay? Das ist aber lieb, wie du dich um den Kleinen kümmerst. Er hat ja keinen mehr außer mir. Ich muss ja auf ihn aufpassen, weil du siehst ja, wie die Jungs mit ihm umgehen. Immer auf den Schwächsten rauf. Kannst du dich eigentlich noch an mich erinnern? Ja, Sie sind die Anwältin von gestern, stimmt's? Genau, Eileen Minner, hallo. Hallo, Annika. Aber was machen Sie denn hier? Ich habe gesehen, wie dein angeblicher Vater, also den Mann, den du als dein Vater ausgegeben hast, mit euch und insbesondere mit dir umgegangen ist. Ich glaube nicht, dass es dein Vater ist. Ja, das war der Passlack, der ist hier Erzieher. Wie bitte? Der ist Erzieher hier im Heim? Geht der immer so mit euch um? Schlägt er euch etwa? Am besten ist es, sie lassen uns in Ruhe. Warte mal, Annika, warte mal. Ich möchte euch wirklich gerne helfen. Dafür muss ich der Sache hier aber auf den Grund gehen können. Du musst mir ein bisschen mehr erzählen über dich, über das Heim. Vergessen Sie es. Aber ich muss jetzt auch rein. Ich muss zu Simon und ihm helfen. Das war ja echt nett von der Anwältin, dass sie Simon und mir geholfen hat. Aber wenn die jetzt immer hier rumlungert und die mich vom Heim mit ihr sehen, dann gibt's bestimmt Ärger. Eileen Minner will den Dingen auf den Grund gehen und lässt sich daher für den nächsten Tag einen Termin bei Heimleiter Gerd Vollner geben. Unter dem Vorwand, spenden zu wollen, lassen sich die Anwältin und ihre Assistentin Angelina Kessel das Jugendheim zeigen. Hier finden Sie das Musikzimmer. Damit wir die Kinder optimal fördern können, fördern wir natürlich auch ihre Kreativität.
Ja, aber hier sind ja gar keine Instrumente drin. Das ist momentan so, nicht das Klavier ist gerade in Reparatur. Aber bis Sonntag ist es wieder heil, denn dann wird hier gemeinsam gesungen. Ansonsten haben die Kinder ihre Instrumente in den Zimmern, damit sie üben können, wenn sie möchten. Also Sie sind schon der Ansicht, dass sich die Kinder in Ihrem Haus so grundsätzlich wohlfühlen? Ja, selbstverständlich, ja. Wir beobachten immer wieder, wenn die Kinder zu uns ins Heim kommen, dann blühen die regelrecht auf. Die kommen ja zu oft aus den ärmsten Familien, nicht? Und da lief nicht immer alles gerade perfekt. Aber wir versuchen, dass die Kinder wieder Freude am Leben haben. Ich muss ganz ehrlich mit Ihnen sprechen. Vor ein paar Tagen habe ich beobachtet, wie ein etwas größerer Mann, korpulent, kurze Haare, sehr aggressiv mit den Kindern umgesprungen ist. Ach, das war Helge. Da haben Sie sicher etwas missverstanden. Der Helge macht seinen Job richtig gut. Ne? Der ist einer unserer Besten. Da machen wir gar keine Sorgen, nicht? Erziehung heißt ja auch manchmal Grenzen aufzeigen. Da muss man etwas härter durchgreifen. Das verstehen Sie ja auch. Ja, sicherlich. Sicherlich kann man auch streng sein zu den Kindern. Trotz alledem, wenn man handgreiflich wird, dann hört der Spaß einfach irgendwann auf. Ja, selbstverständlich natürlich. Also Gewalt gegenüber Kindern, das wird ja gar nicht toleriert, nicht? Und falls sich Helge da irgendwie im Ton vergriffen hat, dann werde ich dem natürlich persönlich nachgehen. Das heißt, Sie versprechen uns höchstpersönlich noch einmal, sich der Sache anzunehmen und noch mal mit dem Helge zu sprechen, weil es geht hier wirklich um das Wohle der Kinder. Das Wohle der Kinder ist hier das absolute Zentrum der Aufmerksamkeit und ich werde mich persönlich darum kümmern, dass das auch so bleibt. Gegen Kritik haben wir nie etwas. Das hilft auch nur, dass wir uns verbessern. Ich bin der Anwältin nur dankbar für Ihre Hinweise. Und wenn es den lieben Kleinen dadurch noch besser geht, dann haben wir doch alle was davon. Und? Was meinst du? Irgendwas stimmt da nicht. Dem muss man wirklich nachgehen. Ja, ich denke auch, dass hier irgendwas nicht stimmt. Ganz seltsam. Mhm. Warten Sie mal kurz. Annika! Hallo. Was ist denn passiert? Ist alles in Ordnung? Ja, es geht so. Aber Sie geben doch nicht auf, oder? Sie wollen sich doch wirklich um uns kümmern. Deswegen bin ich doch hier. Deswegen sind wir doch hier. Wir merken doch, dass hier irgendwas nicht stimmt. Wir wollen das aufklären. Ja, aber könnten wir vielleicht unter vier Augen reden? Ich gehe dann schon mal zum Auto. Wir sehen uns. Wir müssen bitte ein Stück hier vorne weggehen, sonst sehen wir nicht. Jetzt erzähl mal, was ist denn los? Der Herr Vollner, alle Fördergelder, die der vom Jugendamt bekommt, der steckt die in seine eigene Tasche und wir bekommen hier gar nichts. Wir sind froh, wenn wir was zu essen bekommen. Ja, aber wie kann denn das sein? Wie kann er denn so mit euch umgehen? Ja, jedes Mal, wenn die zur Kontrolle vorbeikommen, das Jugendamt, dann zieht er hier die Wahnsinns-Show ab und alles ist tipptopp und es gibt so tolle Sachen. Und die fallen volle Kanne darauf rein. Ja, da bleibt uns nur eine Möglichkeit. Dann lass uns jetzt zum Jugendamt gehen. Nein. Und du erzählst ihnen die gleiche Geschichte, die du mir jetzt gerade erzählt hast. Auf gar keinen Fall. Ich kann nicht zum Jugendamt gehen. Ja, aber warum denn nicht? Wovor hast du denn Angst? Hast du Angst vor Herrn Vollner? Jeder hat Angst vor dem. Vor allem, seit Marvin mein Freund verschwunden ist. Was heißt denn verschwunden? Er ist nicht mehr da und keiner kann mir sagen, wo er ist. Der Polizei haben sie erzählt, er wäre weggelaufen, aber das hätte der mir doch erzählt. Ich glaube, die haben den umgebracht. Da war den Ehemann lästig, weil er nicht machen wollte, was sie gesagt haben. Annika, die haben den nicht umgebracht. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Auch ein Herr Vollner bringt Marvin nicht um die Ecke. Was hätte er denn tun sollen, dass man ihm das antut? Ja, aber ich habe schon viel zu viel gesagt. Ich Annika, muss jetzt wieder rein, Annika, sonst sehen Annika, die mich. Warte mal ganz kurz, dann ruf mich an. Okay. Wenn du nur reden willst, ich bin dann für dich da. In this place, you're dying just to feel alive. Die Rechtsanwältin will Annikas furchtbarem Verdacht sofort nachgehen. Doch das Jugendamt gibt Aileen Minner erst für den nächsten Tag einen Gesprächstermin. Die engagierte Anwältin hofft, dass der Sachbearbeiter ihr bei der Suche nach Annikas verschwundenem Freund Marvin Borowski helfen kann. Marvin Borowski, hier ist er ja. Ja, der ist öfter schon mal ausgebüxt, ja. Aber das ist völlig normal bei ihm. Ja, nun, aber mittlerweile ist er ja schon längere Zeit verschwunden. Das ist jetzt nicht mehr normal. Nein, natürlich nicht. Aber der ist doch gerade vor kurzem 18 geworden, also volljährig. Trotz alledem ist er nicht da. Es ändert nichts an der Tatsache, dass er spurlos verschwunden ist. Nein, er hat immer schon wieder gesagt, wenn er mal 18 wird, dann wird er aus dem Heim abhauen. Mhm. Ja? Und deshalb haben wir ihn auch gar nicht mehr gesucht. Das ist jetzt ein Fall für die Polizei. Aha, na gut. Eine andere Geschichte. Was wissen Sie denn über Annika Steffens und über Simon Ehlert? Das sind auch zwei Kinder aus dem Heim. Und es ist offensichtlich, dass es den beiden nicht gut geht. Die Zustände im Heim sind wohl katastrophal.
Nee, da liegen mir zurzeit keine Beschwerden vor. Die Kinder müssen ständig damit rechnen, misshandelt zu werden. Sie werden von den Erziehern eingeschüchtert. Das müsste Sie doch als Jugendamt interessieren. Sie sind doch für das Wohle der Kinder zuständig. Wie gesagt, ich weiß von nichts. Im Heim läuft bis jetzt alles rund. Da gibt es keinen Eintrag, keine Auffälligkeiten und keine Beschwerden. Ich sehe keine Veranlassung, dort im Heim tätig zu werden. Ja, aber ich bin doch gerade hier. Ich habe doch eine Beanstandung. Ja, ich erzähle Ihnen doch gerade, dass ich das Gefühl habe, dass in dem Heim die Sache nicht rechtens läuft. Ich möchte Sie bitten, unaufgefordert im Heim aufzutauchen und sich bitte insbesondere ein Bild von Annika Steffens und von Simon Ehler zu machen. Bitte verschaffen Sie sich einen Überblick über die dort herrschenden Zustände. Ja, ich sage Ihnen mal was. Wenn Sie sich für die beiden interessieren, können Sie auch die Vormundschaft für die beiden beantragen. Ja? Dann können Sie mal beruflich und nicht nur persönlich sich einmischen. Ja? Sie haben momentan kein Mandat, oder? Das bringt hier alles nichts. Mir fehlen wirklich die Worte, mit welcher Ignoranz Sie hier... Aber Sie müssen uns schon mal überlassen, wie wir unsere Arbeit machen. Und wenn das alles war, dann sehen wir uns. Wir werden uns wiedersehen. Okay, alles klar. Tschüss. Die Vormundschaft für Annika und für Simon zu übernehmen, das ist wirklich eine Überlegung wert. Auch wenn das wahnsinnig viel Verantwortung für mich bedeutet. Aber nur so kann ich den Kindern besser helfen. Und über den Verbleib von Marvin werde ich mich jetzt bei der Polizei erkundigen. Noch am selben Tag sind die Heimkinder wieder auf Beutezug. Die 16-jährige Annika Steffens und ihr kleiner Schützling Simon Ehlert spähen ein Elektronikfachgeschäft aus. Denn auch das erst 9-jährige Waisenkind Simon soll lernen, wie man stiehlt. Wenn man nicht erwischt werden will, muss man die Augen aufhalten. Deswegen erkläre ich dir das ja auch so genau, weil ich nicht möchte, dass du erwischt wirst. Hallo. Hallo. Du musst auf den Typen aufpassen. Der guckt schon die ganze Zeit zu mir. Der ist ein Detektiv. Der passt immer auf, dass hier keiner klaut. Ich hab ihm schon mal zugesehen, wie der einen geschnappt hat. Aber der müsste jetzt gleich, wenn ich mich nicht irre, in Mittagspause. Der geht in Mittagspause? Ja, guck mal bitte, ob der hinten in die Tür geht. Ist auch weg. Aber immer nur kleine Sachen, ja? Das ist jetzt erstmal gleich. Ich habe zwei schon. Aber das andere können wir einfach nicht tragen. Guck mal, ob du hier was findest. Ja. Ich schaff das heute. Ja. Am besten wär's. Liegeblieben! Willst du mich bezahlen oder was? Wir haben gar nicht. Lass mich hier los. Komm, liegeblieben. Nicht los. Was ist da drin? Gar nicht. Aha. Ja. Ihr kommt jetzt mal mit. Ja, ist in Ordnung. Der Ladendetektiv hat nach der Telefonnummer von Annikas Eltern gefragt. Er muss sie über den Diebstahl informieren. Die 16-jährige Heimbewohnerin hat ihm stattdessen die Visitenkarte der Rechtsanwältin gegeben. Eileen Minna macht sich nach dem alarmierenden Anruf umgehend auf den Weg, um dem Teenager zu helfen. Sie sind die Mutter, ja? Hallo Simon, nein, ich bin nicht die Mutter. Ich kenne die beiden Kinder aus dem Heim und ich möchte die Vormundschaft für sie beantragen. Insofern bin ich schon die richtige Ansprechpartnerin, ja. Wie dem auch sei, die beiden wollten hier klauen, nicht zu knapp. Bilderrahmen und zwei Kameras, schauen Sie mal. Okay, was ist passiert, warum das? Ja, Simon, der wird doch die ganze Zeit im Heim fertig gemacht, weil er Angst hat zu klauen. Und wir dann immer alle zusammen dafür bestraft werden. Deswegen wollte er jetzt beweisen, dass er es auch kann. Wie? Ihr werdet bestraft, wenn ihr nicht klaut? Das heißt, ihr sollt klauen? Auch ihr kleinen Kinder schon? Was ist das denn für eine Geschichte? Glauben Sie das den beiden etwa? Ja, ich glaube den beiden. Die Geschichte, die wir hier gehört haben, die bestätigt genau das Bild, welches ich mir von dem Heim gemacht habe. Wie häufig müsst ihr denn klauen? Ja, immer wenn Helge das sagt. Meistens so zweimal die Woche. Und wenn wir damit nichts nach Hause kommen, werden wir bestraft. Dann müssen wir in den Keller, werden geschlagen oder müssen irgendwelche abfälligen Arbeiten im Haus machen. Und ihr sagt nichts, weil ihr Angst habt, richtig? Ja, was heißt Angst? Also wir haben einfach Angst zu verschwinden, so wie Marvin. Und uns glaubt doch einfach keiner. Annika, ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht, dass Marvin tot ist. Aber ich habe es jetzt auch noch nicht geschafft, zur Polizei zu gehen. Das werde ich direkt im Anschluss nach diesem Termin machen. Hast du vielleicht ein Foto, was ich gleich mitnehmen kann? Ja, ich habe ein Bild von ihm, aber das ist das Einzige, was ich noch von ihm habe. Und das brauche ich auf jeden Fall wieder. Ja, natürlich. Weil sonst ist mir einfach nichts geblieben. Ja,
Natürlich, du bekommst das Foto wieder, aber wir müssen jetzt wirklich tätig werden. Wir müssen zum Jugendamt gehen. Nein, ich kann auf keinen Fall zum Jugendamt gehen. Wirklich nicht. Aber Annika, ihr müsst jetzt mutig sein. Ihr müsst jetzt was machen. Ihr müsst jetzt tätig werden. Ja, aber ich habe das doch schon alles einmal durch. Nicht mal meine eigene Mutter hat mir geglaubt. Und die anderen, die haben ja noch mehr Angst als ich. Die würden niemals auspacken und die Wahrheit sagen. Und alleine habe ich doch keine Chance. Aber das eben mit der Vormundschaft, meinten Sie das ernst? Ja, aber selbstverständlich meine ich das ernst. Ich werde die Vormundschaft für dich und auch für Simon beantragen. Und aber bevor ich das mache, würde ich ganz gerne nochmal Rücksprache mit deiner Mutter halten. Das können Sie gerne machen, aber ich bin da eh total egal. Und erwarten Sie einfach nicht zu viel. Ja, aber dann werde ich das machen. Und Sie, Herr Hoffmann, nachdem Sie die Geschichte jetzt gehört haben, meinen Sie, Sie können auf eine strafrechtliche Anzeige verzichten? Ja, ich werde da mal eine Ausnahme machen unter den Umständen. Aber dann versprechen Sie mir, dass Sie da aufräumen. Ich möchte nicht ständig hier mit Clown und Kids im Geschäft zu tun haben. Ja, natürlich, das werde ich Ihnen versichern. Cool, dass uns die Anwältin da rausgeholt hat und sich wirklich für uns einsetzen will. Aber irgendwie ärgere ich mich schon, dass ich wieder so viel erzählt habe. Am Ende glaubt mir wieder kein Schwein und ich habe alles nur noch schlimmer gemacht. Eileen Minna hat sich von Annika die Telefonnummer ihrer leiblichen Mutter geben lassen und sich noch für denselben Abend mit ihr verabredet. Die Anwältin möchte mit Frauke Steffens über eine mögliche Vormundschaft sprechen. Doch die 34-jährige Verkäuferin warnt eindringlich vor ihrer eigenen Tochter. Tun Sie mir bitte den Gefallen und lassen Sie sich nicht von Annika um den Finger wickeln. Sie war schon immer super in Lügen. Das heißt, Sie wollen mir sagen, dass sie schon von klein auf eine Lügnerin gewesen sein soll? Ja, also ich glaube, sie, wenn ich mich noch erinnere, das erste Mal ist sie mit 12 von zu Hause abgehauen. Sie ist mit älteren Jugendlichen durch den Häusern gezogen, hat angefangen zu klauen, hat die Schule geschwänzt und ich bin einfach nicht mehr an ihr rangekommen. Ich wusste einfach nicht mehr weiter. Ich war wirklich überfordert mit Annika. Ja, na klar, das ist natürlich alles nicht schön, aber das geht mir aktuell um die Situation im Heim. Hat sie da was erzählt? Wissen Sie, Annika war schon immer gut in Lügen. Was sie mit meiner Lebensgefährtin gemacht hat, was sie für Geschichten erfunden hat. Sie wird geschlagen, beschimpft. Sie hat die Tour so lange durchgezogen, bis die Männer sich getrennt haben von mir. Und ich stand da wieder alleine und ich war wieder unglücklich. Ja, aber Frau Steffens, warum sollen das denn alles Lügen gewesen sein? Weil sie es am Ende zugegeben hat. Und irgendwann mal war der Punkt, wo ich gesagt habe, es geht nicht mehr, Annika. Es geht einfach nicht mehr. Und ich habe sie dann ins Heim gegeben, so leid es mir getan hat. Ja, aber jetzt die aktuelle Situation. Annika ist im Heim. Ja. Sie wird dort nicht gut behandelt. Hat sie da nie ein Wort drüber verloren? Ja, sie hat was erzählt. Kaum war sie da angekommen, hat sie schon angefangen zu erzählen. Sie wird geschlagen, naja, wie immer. Ja, aber warum soll das denn nicht der Wahrheit entsprechen? Weil sie einfach da nicht bleiben möchte. Sie möchte wieder nach Hause kommen. Welches Kind geht schon gerne ins Heim? Ich habe das mit eigenen Augen gesehen, wie sie im Heim behandelt wird. Sie wird geschlagen. Und das ist auch ein Grund, warum ich heute hier sitze und mit Ihnen sprechen möchte, weil ich glaube an Annika und ich möchte gerne die Vormundschaft für Sie beantragen. Das liegt leider nicht mehr bei mir, das liegt beim Jugendamt. Das heißt, grundsätzlich haben Sie damit kein Problem, wenn ich das machen würde? Wenn es Ihnen weiterhilft und uns weiterhilft, gerne. Dankeschön. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Und danke auch. Ich habe dann jetzt noch mal einen Termin und würde mich dann verabschieden wollen. Ja. Dankeschön. Danke. Frau Steffens, alles Gute. Ja, tschüss. Natürlich tut es mir weh, dass Annika immer noch dieser Märchen erzählt. Anscheinend habe ich als Mutter total versagt. Zur selben Zeit gehen Annika und der 9-jährige Simon im Heim durch die Hölle. Da sie ohne Beute zurückgekommen sind, hat Erzieher Helge Passlack sie angebrüllt und geschlagen. Und nun hacken auch noch die anderen auf dem kleinen Simon rum. Was ist denn hier los? Das Baby hat sich eingepisst. So ähnlich. Guck doch mal. Ey, das ist doch noch lange kein Grund, ihn dumm anzumachen. Ey, der pinkelt mit 9 Jahren dann noch ins Bett. Das ist totales Baby. Ihr 3 seid Babys, weil ihr zu dritt auf einen einzigen losgeht, der sogar noch jünger ist. Jetzt verpisst euch, sonst kriegt das mit mir zu tun. Das Baby hat jetzt ein Babysitter. Oh Mann, was ist denn hier schon wieder los? Warum seid ihr noch nicht angezogen und noch nicht beim Essen? Der Kleine hat eingepisst. Oh, schon wieder diese Sauerei. Sag mal, lernst du denn nie immer diese Eingepisse? Du wirst jetzt hier alles schön hier sauber machen und bei der Gelegenheit wirst du die gesamten Betten gleich mit abziehen. Ist das klar? Sonst kriegt hier keiner was zu essen. Habt ihr jetzt verstanden? Aber warum? Das ist unfair. Ja, dann könnt ihr euch bei der Pullerbacke bedanken und jetzt macht, dass er rauskommt, ja, hier. Ich glaube, ich spende mal das Theater.
Mach, dass er wegkommt. Und jetzt mal zu dir, Fräulein, ja? Erstmal hier mit nichts ankommen, wenn noch frech wären. Du solltest dich langsam dran gewöhnen, ein paar Sachen hier anzuschleppen. Denke bitte Marvin. Ich sag nur Marvin. Und der Nächste könnte auch der kleine Hosenscheißer sein. Hast du das verstanden? Ja. Hast du das verstanden? Ja. Oh, und jetzt macht hinne. Ich ja, komm, ich helf dir. Bringen wir hier alles in Ordnung, bevor er wiederkommt, ja? Was ist, wenn die das Gleiche machen wie mit Marvin? Hab keine Angst, ja? Wir halten zusammen und ich pass auf dich auf, okay? Ja. Na komm, jetzt machen wir das schnell. Du machst das blöde Kopfkissen, ich die Decke. Ich hab doch genauso Angst wie Simon. Aber das kann ich ihm doch nicht zeigen, sonst kriegen wir hier gar nichts mehr auf die Reihe. Und ich hoffe wirklich nur, dass uns die Anwältin helfen kann, weil sonst sind wir wirklich im Arsch.